Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal bei Zodiacs Tarot. Ja, mein Lieben, ich bin wieder hier und jetzt machen wir eine neue Legung für alle Sternzeichen mit der Thematik, was wird sich bei dir verändern? Ich fange mit dem Witter an. Ja, der Witter, der Anführer sozusagen, was wird sich bei dir verändern? Also bei dir wird sich etwas aus deiner Vergangenheit verändern, was dich zurückgehalten hat, hier nach vorne vorwärts zu kommen. Ja, das hat hier was mit Taten zu tun. Vielleicht bist du gerade in so einem Entwicklungsprozess, wo die Dinge bei dir einfach irgendwie stagnieren. Ja, so sehe ich das hier. Aber das wird sich definitiv ändern, weil der neunte Zirkel, die Dinge, diese Energie geht raus für dich. Ja, hier kommt wieder eine Entspanntheit bei dir hinein. Die Dinge entspannen sich wieder bei dir und sozusagen es reifen hier sozusagen langsam deine Früchte. So bekomme ich das hier rein mit dieser Karte. Okay? Das ist ersichtlich. Genau darum geht es. Hier geht es um einen Stillstand. Aber hier sagt auch die Karte, ja, wenn du hier irgendwo festhängen tust, don't surrender, nicht aufgeben. Also hier kommt wieder was Neues, ja. Es wirkt sich für dich wieder was Neues aus. Es wird sich hier umgestalten, ja. Und du bekommst hier auch Hilfestellung mit dem Page in der Kelche. Ja, hier wird sich was Neues für dich eröffnen. Zuerst mal diese Botschaft. So, jetzt fragen wir die Karten, die höhere Macht, dein Schutzengel, die höhere Macht, das Universum, ja. Was wird sich bei den Wittern verändern? Ja, darum geht's. Führung, deine Unabhängigkeit, deine Taten, dein Wirken, ja, deine Freiheit. Du wirst jetzt hier wieder nach vorne ziehen, obwohl du hier beim einen oder anderen macht das Sinn, dass hier sie zwischen zwei Stühlen sitzen. Ja, aber du kriegst hier deine Positivität und auch deine Klarheit wieder. Ja, du kriegst hier deine Klarheit wieder und für dich wachsen sozusagen die Dinge. Bei den einen oder anderen sehe ich auch im Bezug auf Partnerschaft, man geht hier wieder aufeinander zu. Ja, Aussage der Karten, ja, auch wenn du hier eine Traurigkeit hattest. Irgendwie hast du dich verloren gefühlt, ausgeschlossen. Hier war irgendwas in deiner Vergangenheit, hat dich traurig gemacht, ja. Kann auch mit einem König der Schwerter zu tun haben, aber vielmehr traurige Gedanken sehe ich hier, ja. So, jetzt fahren wir weiter. Bitte Botschaft für die Witter. Was wird sich verändern? Ja. Also, was wird sich verändern? Du gehst aus dieser Krisenstimmung raus, was ich schon am Anfang erwähnt habe. Du bekommst dir neue Freude, mehr Fülle, ja, mehr Lebensgefühl. Du bist freier, du gehst mehr in Leichtigkeit. Und auch bei den einen oder anderen sehe ich hier, sie haben hier zu viel Verantwortung zu tragen, ja, aber das wird hier leichter werden für dich, ja. Du bekommst hier wirklich wieder eine Leichtigkeit, ja. So sehe ich das hier. Also die Dinge wachsen und reifen sich aus. Die Dinge werden entspannter. Und für dich sehe ich auch bei den einen oder anderen Witter hier, dass sie hier in Bezug auf Liebe, Partnerschaften hier mehr so das Leben auch genießen, ja. Und mehr Spaß empfinden, ja. Du wirst hier auch mehr Spaß empfinden, sozusagen an den, ja, schönen Dingen, du fasst hier sozusagen auch Freude an den kleinen Dingen, so sehe ich wieder, ja. Und ganz wichtig hier ist auch zu beachten, das ist ja auch eine Botschaft der Karte, du sollst dich ein bisschen mehr um deine Freundschaften kümmern, pflegen, ja. Auf jeden Fall kommt hier eine Zeit, wo du viel draußen sein tust, mit Freunden, mit Bekannten und hier ist Feierstimmung angesagt, ja. Das ist hier ersichtlich und genau hier kommt es zu einem Sieg, ja. Also die Dinge werden sich für dich erfüllen, egal in welcher Situation du bist. Auch bist jetzt, lieber Vital, ja. Hier kannst du siegreich hervorgehen, ja. Das erschafft dir Anerkennung, Reife, deine innere Klarheit, ja, viel Stabilität und auch eine gute. Ich sehe jetzt hier bei den einen oder anderen, ja,
eine spirituelle Reifung. Ja, das ist ja auch ersichtlich aus dieser Karte. Das habe ich jetzt hier aufgenommen und das sollte ich jetzt hier sagen. Genau. In der Vergangenheit hast du hier, schau mal, das ist doch mega, was die Karten sagen. In deiner Vergangenheit hier, König der Kelche, 7 der Schwerter, Höhepriesterin und Eremit. Ja, ich hoffe, ihr seht das, diese Karten. Ich weiß, manchmal ist meine Ausrichtung nicht so gut, aber das wird beendet. Auf jeden Fall, in deiner Vergangenheit hast du hier nicht auf dein Bauchgefühl gehört. Ja, du hast hier nicht auf dein Bauchgefühl gehört und es nicht empfangen, sozusagen von oben. Eigentlich wird da hast du eine riesengroße Connection nach oben. Die war irgendwie getrennt und du warst irgendwie in deinem Dunkeln und hast hier aber viele Erkenntnisse und bist dadurch aber auch gereift an deinen Erfahrungen. Ja. Genau, bei den ein oder anderen Widdern sehe ich hier, dass sie jetzt hier auf einen spirituellen Pfad sind und hier, ganz egal, was auch geschieht, die Dinge wachsen für dich, ja, sie blühen auf. Das wird sich bei dir verändern, Widder, ja. Das ist deine Legung, lass ich so stehen, kurz und knapp, bündig, ja. Und ja, dann bedanke ich mich für euer Zusehen. Meine Lieben, und wenn ihr Lust habt, kleine Anmerkung, ich habe noch einen zweiten Kanal, ja, den ersten, den ich eröffnet habe, sozusagen mein Baby, da könnt ihr auch mal vorbeischauen bei Enis Tarot, ja, vielleicht weiß der eine oder andere schon, hat ihn schon entdeckt, den Kanal, auf jeden Fall. Da mache ich auch manchmal so Sternzeichenlegungen für den Monat oder so. Aber ich habe gedacht, ich mache hier einen Hauptkanal speziell für alle Sternzeichen. Genau, darum geht's. Okay? Dann lasse ich das jetzt so stehen. Ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank natürlich für euer Support. Ja? Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten und ich wünsche euch alles Gute. Bye, bye.